Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einem ganz kurzen Einblick in den ganz vielfältigen Islam in Asien. Wenn Sie jetzt auf diese Karte hier gucken, dann sehen Sie Zentralasien, also die zentralasiatischen Steppen. Nochmals, wie das aussieht, das ist von mir ein bisschen weit gefasst gewesen. Also eher hier so. Hier noch, da dann Tibet, das gehört dann nicht mehr dazu. Und hier dann die russische Taiga und Tundra, das gehört auch nicht mehr dazu, sondern sind wirklich in diesen zentralasiatischen Steppen. Hier sehen Sie nochmal eine Karte mit den aktuellen Ländern Zentralasiens. Also das ist einerseits sicher der Iran, Afghanistan hier, ja, also Afghanistan wäre hier. Und Pakistan und halt die ganzen anderen Stan-Länder, die wir hier noch so haben. Turkmenistan, Kirgisistan und so weiter. Auch ein Teil Chinas, also dort, wo die heute viel in der Presse auch diskutierten Uiguren leben. Dort würden wir auch noch die zentralasiatische Steppe durchaus dazu rechnen. Und dieses Zentralasien, das oder die zentralasiatische Steppe, ist auch der Weg der Seidenstraße. Ah, da kennen Sie vielleicht von der Serie Marco Polo auf Netflix, ist die, glaube ich. Ich habe sie selber noch nicht geschaut, keine Ahnung, ob sie gut ist, habe einfach gesehen, es gibt sie. Also, da geht es eben um diese Seidenstraße auf diesem Weg vom Mittelmeer bis nach China. Und die Chinesen sind jetzt dabei, diese neue Seidenstraße wieder aufzubauen. Also, die spielt bis heute eine große Rolle, vor allem aber natürlich im Mittelalter, in der frühen Neuzeit, eine Riesensache. Und hier entlang dieser Seidenstraße entstehen immer wieder islamische Großreiche. Und ich möchte Ihnen ein paar davon ganz kurz vorstellen. Es geht jetzt nicht darum, dass Sie jetzt alles genau die ganze Geschichte Zentralasiens erklären können. Das kann ich auch nicht. Ja? Sondern es geht mir einfach darum, dass Sie so einen Einblick kriegen, wie vielfältig das ist. Ja? Weil wir neigen ein bisschen dazu, den Islam auf die arabischen Gebiete zu projizieren. Und da gibt es noch viel, 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 viel mehr. Und das möchte ich Ihnen gerne zeigen, dass Sie einfach ein Gefühl für diese Vielfalt kriegen. Ein paar Beispiele. Ja, die Seldschuken ist eines der ersten großen Reiche, die so im 11. Jahrhundert sind die dominant, auch schon ein bisschen früher, die bis nach Kleinasien hinein, also bis in die heutige Türkei hinein, ein Riesenreich entlang der Seidenstraße unterhalten. Und ich habe Ihnen hier noch ein Bild von einem seldschukischen Fürsten und einem heiligen christlichen. Und wir finden ganz viele solche Bilder, die davon zeugen, dass Christen und Muslime absolut friedlich in diesem Seldschukenreich zusammengelebt haben. Also es ist eine ganz, ganz interessante Sache. Also da auch in sehr hohen Positionen gegenseitig die Leute da sind. Also jetzt keineswegs irgendwie so ja, Christen gegen Muslime, Hartkampf oder so, sondern da wird absolut zusammengearbeitet. Auch hier zeigt sich wieder diese enorme Toleranz, die die islamische Religion, auch die christliche Religion haben kann. Ein weiteres Riesenreich, das größte der gesamten Geschichte, wird ebenfalls entlang der Seidenstraße entrichtet, und zwar von den Mongolen. Ich kann Ihnen da eine interaktive Karte auf Wikipedia empfehlen. Geben Sie einfach auf Wikipedia Mongolisches Reich ein und dann sehen Sie, wie sich diese Mongolen über wirklich ganz Eurasien ausbreiten, von China bis Europa, die erobern ja alles und dann aber auch sehr schnell dieses mongolische Reich wieder zerfällt. Die Mongolen sind ursprünglich Buddhisten, konvertieren dann aber in Zentralasien zum Islam. Und in Zentralasien die nächste große, dann so Spätmittelalter, frühe Neuzeit, ja, noch Spätmittelalter, bei uns Spätmittelalter, der Islam kennt nicht wirklich ein Mittelalter, so wie wir es kennen, sind dann das Reich der Timuriden. Und die Timuriden, das ist so ein Herrschergeschlecht, das
sich sowohl auf die Seldschuken als auch auf die Mongolen zurückführen lässt. Und die übernehmen also nach dem Untergang der Mongolen die Macht in Zentralasien, errichten ebenfalls ein riesiges, riesiges Reich und schaffen einige der schönsten Bauwerke, die es überhaupt gibt. Wir sehen hier den Registanplatz in Usbekistan. Das habe ich selbst fotografiert. Ich durfte dort einmal reisen. Die drei Damen, die Sie hier sehen, dieses farbenprächtige, ganz typisch für den Islam in Usbekistan, die drei haben wir auch kennengelernt, aber davon erzähle ich Ihnen dann ein anderes Mal. Ja, in früher Neuzeit, das wahrscheinlich berühmteste islamische Reich ist das Mogulreich. Sie kennen alle das Gebäude, das hier steht. Das Taj Mahal, das Wahrzeichen Indiens, ist ein Bauwerk, das unter muslimischer Herrschaft errichtet wurde. Die Mogulen, das sind Abspaltungen von den Timuriden, die dann Pakistan, Indien beherrschen, also den indischen Subkontinent beherrschen. Und einer dieser Mogulherrscher, der errichtet eben für seine verstorbene Frau dieses Taj Mahal, ein Mausoleum, das zur Weltberühmtheit gelangt ist. Die Situation in Indien ist auch extrem spannend, weil wir haben hier eine muslimische Minderheit, ein muslimisches Herrscherhaus auch und eine große hinduistische Mehrheit. Und auch hier haben wir also ein absolut friedliches Zusammenleben. Vor allem die Sufi-Orden schaffen hier ganz viele Verbindungen. Auch das ein Wahnsinnsreich mit vielen Jahrhunderten Geschichte, das ganze Bücher, ganze Bibliotheken füllt. Ja, ein ganz kurzer Blick noch nach Malaysia. Da sind wir jetzt nicht mehr in Zentralasien, sondern in Südostasien, einfach, dass Sie das auch zur Kenntnis nehmen. Wir haben auch in Malaysia ein großes, großes islamisches Land. Das wird so im Laufe der frühen Neuzeit ganz, ganz stückweise islamisiert durch den Kontakt mit muslimischen Händlern. Auch das Gleiche gilt für Indonesien, ist ja das eins der allergrößten, nein, sogar das größte muslimische Land mit den meisten muslimischen Einwohnern. Und auch Indonesien wird also durch Konversion nebenbei ohne jegliche Eroberungen islamisiert, ebenfalls wie Malaysia im Laufe der frühen Neuzeit, langsame Islamisierung. Beide Länder kannten sehr, sehr lange keinen extremistischen Islam, hat sich jetzt in den letzten paar Jahren geändert. Also in beiden Ländern nehmen leider die Spannungen zu, gibt es terroristische Phänomene und beide Länder haben vielleicht, je nachdem wie es sich entwickelt, jetzt durchaus eine schwere Zeit vor sich. Ja, ich hoffe, damit habe ich Ihnen einen ganz kurzen Einblick in die Vielfalt des Islams in Asien gegeben. Man könnte noch hunderte von Stunden weitererzählen. Es gibt unzählige andere Geschichten, andere Länder, andere Reiche, andere Kulturen, die man noch nennen könnte. Hier einfach einige der berühmtesten. Einen wunderschönen Tag wünsche ich Ihnen.